Das Spiel endete 2:0 für England. Gleis 11. Heute nur bis Mannheim, Friedrichshafen. Ja, ich bin jetzt wieder in Frankfurt angekommen, die Fahrt mit dem ICE 1. Also ich denke mal, ICE 1 sind die meisten, die viel unterwegs sind, so wie ich schon gefahren. Aber ich habe halt noch kein Video drüber gemacht. Also dachte ich mir, für die, die es vielleicht interessiert, stelle ich den auch nochmal ganz kurz vor. Ich bin ja heute Morgen mit dem Eurocity gefahren. Im Vergleich dazu sind die Sitze natürlich schon deutlich unbequemer, da eben die Ledersitze ziemlich, was heißt ziemlich hart, aber sie sind im Vergleich zum Eurocity sind sie härter. Man kann sie aber dafür zweifach verstellen und man wird am Platz bedient. Und ja, Service war wie bei der Deutschen Bahn, bei mir zumindest in letzter Zeit in der ersten Klasse, immer sehr gut. Einziges Problem war, es gab wohl ein technisches Problem in der Küche, deswegen gab es keine warmen Speisen. Ich hatte ziemlich Hunger, aber sie hatten ja Sandwiches. Das war das gleiche Sandwich, was ich am Morgen in der DB-Lounge noch kostenlos bekommen habe. Im Zug ist es dann nicht mehr kostenlos, da kostet es dann 3,90, aber das ist auch in Ordnung. Sitze sind dieselben wie im ICE 3. Das heißt, wer die kennt, weiß auch, wie es im ICE 1 ist. Der wurde ja vor, ich glaube, circa 10 Jahren modernisiert. Und ja, ich weiß aber nicht genau, ob man im ICE 3 auch die Sitze zweifach verstellen kann. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer das weiß. Das finde ich nämlich eigentlich ganz praktisch. Dadurch hat man schon ziemlich viel Lounge-Atmosphäre, sage ich mal, wenn man da ein bisschen bequemer sitzen möchte, ganz gut. Unauffällige Fahrt, also war alles super. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt wieder in Frankfurt angekommen und mache mich jetzt auf den Heimweg. Das war für dieses Video und ja, nächste Video weiß ich noch nicht, was kommt, aber seid auf jeden Fall mal gespannt. Es wird auf jeden Fall was kommen. Und ja, bis dahin sage ich schon mal ciao.